So, die neueste Errungenschaft. Suzuki GS 500e. Street Fighter. Pff. Also okay. Das Ding ist recht gammelig. Gepflegt worden ist sie wahrscheinlich auch nie. Oder irgendwann mal. Das Motorrad habe ich jetzt gekauft im August 2013. War so ein Notverkauf oder wie auch immer. 41.820 Kilometer. Motor pumpt, hatte ich schon mal probiert. Das Ding ist Baujahr 1989. Eingetragen 27 PS. Was ein riesen Bugspoiler. Wahnsinn. Und hat 7 Vorbesitzer. Schauen wir mal, was wir aus dem Ofen machen. Der Reifen hinten ist neuwertig, habe ich schon gesehen. Da sind die BT45 drauf. Vorne der ist auch gut. Bremsscheibe sieht eigentlich auch alles noch gut aus. Nur halt so drumherum, gammelig. Na gut, Suzuki. Ein neues Leben steht vor dir. So, den Ofen haben wir jetzt mal grob abgewaschen, eine Batterie reingebaut, die zu groß ist. Jetzt wollen wir mal sehen, ob sie anspringt. Lämpchen leuchten, Schock ziehen. Cool. Gut, hat sogar Standgas, alles gut. Jetzt kann restauriert werden. Na dann, viel Spaß. Ich komme gerade von der ersten Probefahrt. Das Ding geht ab wie Schwitzkatz. Übrigens 6 Gänge. Und im 6. Gang 10.000 Umdrehungen, das heißt am Tacho 180. Das Ding geht echt volles Programm ab. Also mit den 27 PS stimmt wohl nicht, ne? Das Ding ist offen. Hammergeil. Ach, der Mirko. Der Mirko muss jetzt wieder die Düse suchen. Ja, wir sind doch blind wie die Uhus. Okay. Wir sehen doch eh nichts. Ja, Mirko schraubt schon auf der Seite fest, glaube ich. Jawohl. Das weiße da, das sind die Schwimmer. Yeah. Da kommt jetzt die Hauptdüse raus. Die kommt gleich. Ja. Mirko ist schon dran. Amen. Der Filze. Her mit der Hauptdüse. Und das ist sie. Die machen wir jetzt auf. So, Düsenloch ist da. Alles gut. Ich filme das, wenn irgendwas geschraubt wird. Jetzt hier, Leute, guckt mal hier, die super Technik drin. Kahn-Endvergaser, ja. Der mit der Ado richtig maximal Power hat. Max Power. Maximum Power. Wie wir es umsetzen können. Genau. Jetzt zu viel, damit unser Kaffeeräser nicht so schwer wird, ne? Ja. Also, jetzt kommen jetzt 5 Liter Benzin rein oder so. Jo, GS wird jetzt runtergelassen, alles gut. Motor läuft, Elektrik funktioniert. Ah, du, den Rahmen hast du schön lackiert. Das war Armin. Der Armin, Öl ist drin? 2,5. Okay, erste Probefahrt. Ob es überhaupt anspringt? Sehr jetzt gleich, wenn es ohne ist. Denke ich auch. Langsam Suzuki pumpt schon wieder. Ja, ein Traum. Hängt schön auf Gas. Ja, hängt schön auf Gas. Ja.
Was ist Ansauggeräusche? Auf den Trichter. Mhm. Haben wir alles richtig gemacht? Einwandfrei. So, Kamera aus. Motor aus. Motor auch aus.